wieder soweit. Ich habe genügend Mangas, um auch mal wieder ein Update zu machen. Starten möchte ich mit Assassination Classroom. Den habe ich schon länger. Ich glaube, im Dezember kam der raus. Und ja, durchgelesen habe ich natürlich auch schon. Der Manga ist genauso eigentlich auch wie der Anime. Am Anfang gab es mehrere andere Geschichten noch dazu, die ich beim Anime jetzt nicht gesehen habe. Das, finde ich, wird jetzt irgendwie weniger. Ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Wie gesagt, spoilern tue ich nicht. Mir gefällt unheimlich gut das Cover, dieses Camouflage-Cover. Und vor allem, als ich es in der Hand hielt, ist mir das erste Mal aufgefallen, dass hier überall diese kleinen Gesichter drin sind. Echt süß gemacht. Ja, bin auch schon sehr gespannt auf die nächsten Bände. Besonders Band 16 wird ja auch wieder einen Schuber haben. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber ja, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ich glaube, das wird erst im Frühjahr sein, im Mai oder so. Gut, so viel dazu. Dann habe ich mir gebraucht, kauft Rainbow Revolution Band 2. Da kann ich jetzt auch endlich weiterlesen. Gefiel mir auch wieder sehr gut. Es geht ja, ich glaube, Mittelschüler waren sie, die beiden Mädchen. Und die sind ja ein bisschen durch Missverständnisse und Aussagen, die falsch ausgedrückt wurden und eine ganz andere Bedeutung hatten, irgendwie so ein bisschen verfeindet geworden. Und ja, Mobbing besteht halt auch. Und ich bin halt sehr gespannt, wie es hier weitergeht, weil für mich ist es eine Geschichte, die ich so noch nicht gelesen habe. Weil meistens ist es ja doch mehr Comedy, Action, was so auf dem Markt ist, oder Mystery. Und jetzt so eine reine Mobbing-Geschichte und wie Schüler damit klarkommen oder so, finde ich mal ganz interessant. Bin mal sehr gespannt, wie es auch weitergeht. Es ist natürlich auch ein heikles Thema. Und deswegen hoffe ich, dass das nicht irgendwie so ein bisschen, ja, daneben wird irgendwie die Geschichte. Aber bisher gefällt es mir noch sehr gut. Werde ich mir aber auch nur gebraucht kaufen, weil das Heftchen ist mir echt zu dünn, um dafür 6,50 € zu bezahlen. Also das sehe ich wirklich nicht ein. Aber das habe ich auch schon häufiger gesagt, dass ich mir die meisten gebraucht kaufe. Auch hier gab es keine Extras, keine nennenswerten Besonderheiten, Farbbilder, nichts, absolut gar nichts. Dann konnte ich mir endlich den 5. Band von Peace, Erinnerung an eine Fremde, kaufen, und zwar bei Facebook in einer Gruppe. Und somit kann ich auch endlich weiterlesen, weil ich habe hier schon länger Band 6 rumliegen und habe einfach gebraucht, nichts gefunden. Ja, ich habe jetzt auch schon angefangen, so gerade, wie man sieht, komme jetzt doch gerade erstmal wieder in die Geschichte rein, um was es ging und so. Mir gefällt die Geschichte weiterhin sehr gut, dass nach der Persönlichkeit einer Toten geforscht wird, wenn man es so sagen mag. Es bleibt weiterhin spannend, also es kommen neue Fakten raus über die Verstorbene. Zum Beispiel, dass sie schwanger war, dass sie einen Freund hatte, dass sie eine Abtreibung hatte. Und mir gefällt diese Story eben unheimlich gut, weil es könnte eigentlich jedem auch so passieren, dass er etwas mehr über eine Klassenkameradin oder so rausfinden möchte, die halt eben nicht mehr unter einem weilt. Das Cover ist auch sehr schön, man kann es leider nicht so sehen, es ist dieses Dunkle und das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, laminiert oder so, wie man, ich weiß nicht, wie man der Fachausdruck ist. Farbseiten oder so gibt es auch nicht, der Zeichenstil ist nett. Ja. Dann konnte ich mir auch endlich Band 8 und 9 von der Reihe von 5 bis 9 besorgen. Hier ist es ja wieder eine Erwachsenen-Love-Story, beziehungsweise mehrere Love-Stories. Finde ich sehr interessant. Weil es gibt zwar viele Love-Stories, aber meistens unter Kindern, Jugendlichen. Und ja, ich finde, das ist mal was ganz anderes, was man nicht alltäglich hat. Gerade für ältere Leser vielleicht auch mal interessanter, statt so eine Schulromanze, wirklich tatsächliche Probleme einer Liebesbeziehung und so mitzukriegen. Und nicht immer dieses, ja, wie soll ich das sagen, mir fällt jetzt kein Ausdruck dafür ein. Also meistens stellen sich ja bei diesen Teenie-Romanzen so ein bisschen an, wenn sie sich mal Händchen halten oder küssen und so. Und das finde ich alles so ein bisschen kitschig und albern. Und das ist hier eben überhaupt nicht. Es ist wirklich eine Liebesgeschichte von Erwachsenen und da gibt es solche Peinlichkeiten nicht, sag ich mal. Habe ich noch nicht gelesen, bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Ja. Da habe ich nämlich auch schon länger keinen mehr erreicht. Auch hier ist die Motive wieder klasse. Ich glaube, Farbseiten gibt es hier auch nicht. Nee, ganz normal. Der Zeichenstil ist klasse. Die Geschichte ist klasse.
Ich bin also auf jeden Fall immer sehr begeistert. Hier auch nochmal von Band 9, Vor- und Rückseite. Auch hier gibt es nichts Nennenswertes. Bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt. So, das war's dann auch schon fast. Zum Abschluss habe ich dann hier noch Doctor Who vom 6. Doktor, Volume 3. Das ist jetzt auch die letzte Box, die es geben wird. Es wird noch, der Kinofilm wird nochmal kommen, ich glaube im Frühjahr irgendwann. Ja, und dann war es das erstmal für die Doctor Who-Fans, weil sonst gibt es gar nichts mehr auf Deutsch. Trotzdem bin ich sehr happy. Ich hatte mir ein bisschen mehr von der Box erwartet, also mehr Informationen zu bekommen. Ja, das war leider so ein bisschen Fehlanzeige. Trotzdem war es unterhaltsam. Ich bin immer begeistert, wie viel Bonusmaterial dabei ist. Ja, war auf jeden Fall interessant und für Hardcore-Fans von Doctor Who auf jeden Fall ein Muss. So, das war's dann erstmal von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über Likes freuen, über Kommis freue ich mich ganz besonders. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ach, einen Moment noch. Ich habe jetzt doch noch was vergessen. Und zwar habe ich mir den Manga Haus der Sonne gekauft. Eigentlich nur, weil der 4,95 kostete. Sonst hätte ich ihn mir wohl eher nicht zugelegt, weil wie gesagt, Tokio ist mir zu teuer mit ihren dünnen Heftchen neu. Ja, ich habe den auch schon gelesen. Da gab es auch eine Schokokarte drin. Story ist, ja, geht halt um das Mädchen Mao. Die lebt nach der Scheidung bei ihrem Vater. Und das klappt aber dann nicht mehr, als der halt eine neue Frau mit ins Haus bringt und so. Zieht sie ziemlich schnell zu einem ehemaligen Kindheitsfreund. Ja, und die leben jetzt ja irgendwie zusammen. Und man weiß jetzt nicht, hat der eine jetzt Gefühle für den anderen oder nicht. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich fand die Story jetzt überhaupt nicht packend. Also während des Lesens schon dachte ich so, boah, passiert hier auch mal irgendwas oder sülzen sie nur rum. Und war überhaupt nicht mein Ding. Werde die Reihe auch nicht weiter sammeln. So, das war jetzt aber auch wirklich das letzte von meinem Update. Bis zum nächsten Mal. Ciao.